Simon Komorski von den Scorpions. Ihr habt neue Liebe, ihr seid frisch in die neue Saison gestartet. Ja, das hat tiptop geklappt. Ja, neue Liebe sehen super aus. Wir haben uns alle gefreut, als der Trainer sie ausgefragt hat heute. Und bei diesem Wetter haben wir gedacht, ja, jetzt müssen wir einen guten Saisonstart bieten. Und das ist uns gelungen. Und ja, wir sind jetzt momentan sind wir vor und am Sonntag geht es weiter. Ja. Wir sind ja an die Aufgabe angegangen. Bei Ian Hatchett sind ja letzte Saison nur 12. geworden, in Anführungszeichen. Da denkt man, ja, es könnte eine einfache Aufgabe werden, oder? Ja, das ist richtig. Nur im ersten Spiel, man weiß ja nie, wo man so richtig steht. Auch wir als Seitenverteidiger, hier klappt es. Laufweg und etc. Und nein, wir sind eigentlich wie jedes Spiel gleich vorgegangen und voll Tempo probiert, von der ersten Minute sie unter Druck zu setzen. Das hat uns sehr gut geklappt. Wir haben dann gerade 3 Goal geschossen in, glaube ich, 2 Minuten. Und ja, das war, glaube ich, ein rechter Knackpunkt. Ja. Dir ist am Schluss noch ein Hattrick gelungen im Schlussdrittel. Da hast du noch einen guten Schnuff. Hast du gute Kondition im Moment? Ja, gute Kondition. Ja, es könnte besser sein. Ja. Aber nein, ich bin zufrieden gewesen, natürlich. Die 3 Goal waren schädlich. Aber es geht weiter. Es bringt jetzt auch nichts. Jetzt haben wir mal einen Sieg und die Saison ist lang. Ja. Wie siehst du die anderen Teams oder der Kampf um den Meistertitel ist jetzt natürlich noch früh, aber ihr habt jetzt nur den Stefan Loi verloren, sonst sind ihr alle wieder zusammengeblieben. Wie siehst du die Chancen und was sind die grössten Gegner? Ja, Stefan Loi ist klar, er ist ein grosser Verlust für uns. Er ist wenn nicht der beste Spieler in der Liga, aber wir müssen weiter schauen. Und es ist ganz klar, es ist sehr ausgeglichen. Also, wir haben auch Spiel zugeschaut, also eine andere Mannschaft hat sich aufgerüstet, wir sind relativ gleich geblieben. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Es hat mehrere Teams, die an der Spitze mitkämpfen.